Ich bin heute mit dem Kran Tadano AC4.80 unterwegs. Wir sind hier in Bad Rodenfels und haben eine Fußgängerbrücke eingehoben für die Firma Precitec. Wir hatten diese Brücke selber transportiert mit unserem eigenen Fahrzeug. Und es war etwas eng hier durch die zwei Gebäude, durch den neuen Anbau. Und aber es hat alles auf die Millimeter genau gepasst. Für uns ist die Maschine einfach von der kompakten Bauweise, von den Möglichkeiten, die die Maschine bietet, von der Ausstattung von Eisenbahn Plus bis zu Roundview, Auslegerlänge von 60 Metern auf der kompakten Bauweise von vier Achsen, ist für uns die Benchmark am Markt. Und aus dem Grund haben wir uns für drei weitere Maschinen in dem Segment entschieden. Von dem Hause Tadano haben wir jetzt mittlerweile 19 Maschinen. Und sind mit der Qualität und den Anforderungen, die die Geräte bei uns haben, absolut beeindruckt und zufrieden. Das funktioniert vom Allerfeinsten mit der Firma Schölp. Wir arbeiten schon seit 1984 mit der Firma Schölp zusammen. Wir haben uns im Vorfeld diese Baustelle angeschaut, was für ein Kran das wir brauchen, was für Equipment. Und wie man ja sieht, bestes Ergebnis erzielt. Wir haben uns hier mit dem Herrn Meckler zusammen getroffen, die Örtlichkeit angeschaut und waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass dies eigentlich perfekt für eine neue Tadano wäre. Aufgrund der doch nicht so großzügigen Platzverhältnisse könnte man hier den Hub perfekt durchführen. Also die Maschine, die wir hier sehen, die hat eine Vollausstattung. Wir haben Surround View, also 360-Grad-Kamera ringsrum. Wir haben eine Rollenkopfkamera, eine 60-Meter-Ausleger, 4-Achser-Chassis. Wir haben die Eisenbahn Plus und somit ist die Maschine in der Vollausstattung. Ja, wir stehen heute in der Taxi-Version hier mit einem Teilballast von 9,3 Tonnen. Und durch diese Flexbase, die der Kran hat, ist es oftmals sehr, sehr hilfreich, dass man nicht den vollen Ballast braucht von 17 Tonnen. Also wir haben hier bedingt durch, wie man sieht, den Container und die Häuserflucht durch den Neubau den Schwenkradius recht begrenzt. Und rein Ausladung Traglast wäre der Kran hier absolut perfekt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kran. Das ist mein schönster Kran, den ich bisher gefahren habe. Er ist so komfortabel für mich. Er hat viele Extras. Er lässt sich auf der Straße wunderbar fahren. Ist sehr ruhig. Das Schwenkwerk funktioniert millimetergenau. Ich habe für mich noch keinen schöneren Kran gefahren.